Hallo meine liebe Lückenwende, hier gibt's eine neue Folge. Lehnt euch zurück, entspannt euch, los geht's und frohes Neues. Im Hause Jonas ist es ruhig, als Justus von einem Ausflug zurück leise auf sein Zimmer geht. Kaum hat er ein Fenster geöffnet, weicht die stickige Luft einer leichten Sommerbrise. Sicher war es auch für Onkel Titus und Tante Mathilda ein langer Tag. Ich hoffe, ich habe sie nicht geweckt. Peter lag richtig. Ich habe mein Handy nur vergessen. Oh, eine Notiz. Eine Notiz. Justus. Ein ungenannter Besuch. Gast. Fremde zu beherbergen sieht meiner Tante gar nicht ähnlich. Was? Das ist Peter. Peter. Na? Spreche ich mit Justus Jonas von den drei Detektiven? Tust du, Zweiter. Um deine Frage vorwegzunehmen, ich bin heil zurück. Mit deiner Knatterkiste hast du meine Cousine schwer beeindruckt. Meine Tante schien eher zu fürchten, dass bei dem Radau sämtliche Orangen der Plantage zu Boden purzeln. Aus, Shadow. Ich bin gleich wieder bei dir. Wie ich mich heute überzeugen konnte, ist Shadows Anhänglichkeit nach wie vor problematisch. Eine weise Entscheidung, ihn bei Verwandten zu lassen. Hauptsache kein Herrchen mehr wie damals mein Entführer mit seiner späten Rache. Just, bist du noch dran oder tanzt du Polka? Zu Lande, in der Luft, auf dem Meere, wirst du dienlich sein. Wir haben einen mir gänzlich unbekannten Hausgast, Peter. Eine Erscheinung, die ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht einordnen kann. Sag bloß ein Eindringling, der Mr. und Mrs. Jonas als Geiseln hält. Nun mal nicht gleich den Teufel an die Wand. Ich werde mir ein Bild von der Lage machen und melde mich wieder. Genau, das machen wir erstmal. All deines Gewinns soll fallen mit jedem weiteren Erwerb. Oder aber du kehrest zurück. So sei es! Ei! Lieber Harry. Justus, wieder hellwach, möchte weder einem Gast gegenüber unhöflich erscheinen, nee, das wollen wir nicht. Kann er eine Gefahr für die Hausbewohner ausschließen. Hier hilft nur eins. Was denn? Einen kühlen Kopf bewahren und in den Detektivmodus schalten. Oh yeah. Dann schalten wir mal in den Detektivmodus, ne, meine Lieben. Der unheimliche Gast. Yeah. Ich muss herausfinden, ob Tante Mathilda und Onkel Titus wohlauf sind. Und wer sich nebenan einquartiert hat. Das wollen wir herausfinden, genau. Lieber Einschläferngast, alles weitere morgen. Träum schön, Mathilda. Naja, würde ich sagen, wir gehen einfach mal raus. Ja, dein Schlummertrunk in allen Ehren. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Weil uns nicht wohl bei dem Gedanken ist, diese Person im Haus zu haben. Im Büro wartet noch Schreibkram. Die beiden scheinen wohl auf zu sein. Aber es herrscht dicke Luft. Es herrscht dicke Luft. Ich bin nur dir zu Diensten. Alles abgeschlossen. Sehr glücklich sieht Tante Mathilda nicht aus. Nee, sieht's auch nicht. Gehen wir mit der quatschen. Sind Sie das? Ach, Justus, ach, wie schön, dass du wohlbehalten zurück bist. Aber nun mach du mich nicht auch noch nervös und leg dich wieder hin. Tut mir leid, wenn dich etwas bekümmert, aber ich finde schon, dass ihr mir ein paar Antworten schuldig seid. Ach, geh schlafen, Justus. Ich werde mich erst einmal um Tante Mathilda kümmern. Gehe ich recht in der Annahme, dass du mir die Notiz hingelegt hast, damit ich unseren Gast nicht störe? Offenbar haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Das haben wir nur Titus' Großmütigkeit zu verdanken.
dass wir einen Kunden beherbergen, war seine Idee. Nun lieg du mir nicht auch noch in den Ohren. Morgen ist der Spuk vorbei oder ich jage ihn höchstpersönlich zum Teufel. Ich hoffe, du meinst den Gast und nicht Onkel Titus. Und hoffentlich ist Onkel Titus zugänglicher. Okay. Die ist ein bisschen, was soll ich sagen? Ein bisschen Sommer, ne? Was sind das hier? Gucken wir uns mal hier um. Oh, warum auch immer. Fernbedienung. Was ist denn da unten? Käse. Taste einfach mal wie immer alles ab. Hm? Die übliche Detektivsweise. Schnuppern. Überall schnuppern. Bilder. Das ist er. Kann man hier. Hausgast. Gut, das ist ja das leider kann. Söhne mit Jonas wird ein wenig zerstritten. Okay. Der Wohnwagen, was kann ich denn machen? Nee. Ich gehe einfach wieder aufs Zimmer. Was will ich denn hier? Bleibt mir vom Leib! Oh. Rein in mein Zimmer. Nee. Will es nicht? Warum will es das nicht? Bist du Onkel Titus noch immer böse? Moralische Erpressung steht ihm nicht. Okay. Wie heißt der Gast? Wie heißt der Gast? Ich bezweifle sowieso, dass sein Name echt ist. Ja. Stellt der Fremde eine Bedrohung dar? Wenn man den Gerichtsshows glauben darf, durchaus. Okay. Verbrecher. Matilda. Wir haben hier einen Verbrecher im Haus. Weg hier. Geh mal zu ihm. Wenn Onkel Titus verärgert ist, wird er gern mal zum maulfaulen, einsamen Wolf. Ach, du bist es, Justus. Haben wir dich geweckt? Er ein sonderbarer Gast. Naja. Was hat es mit ihm auf sich? Ist ja gesprächig. Tante Matilda ist entgegen sonstiger Gepflogenheiten nicht sehr mitteilsam. Sie trägt mir nach, dass ich über ihren Kopf entschieden habe. Morgen ist ihr Ärger verraucht und bis dahin bringe ich die Kundendatei auf den neuesten Stand. Na klar. Kannst du nicht noch einmal mit Tante Matilda reden? Menschen zu helfen ist eine Bürgerpflicht. Ja. Das sollte deine Tante erstmal einsehen. Oh. Wie heißt der Gast? Wie heißt der Gast? Er nannte sich John Silver. Was? John Silver? Da muss ich mich jetzt mal kaputt lachen. John Silver. Ah ja, klar. Bist du bei dem literarisch geprägten Namen nicht stutzig geworden? Bei Barzahlungen frage ich nicht weiter nach. Und vielleicht heißt er ja wirklich so. War der Gast tatsächlich ein Kunde? Er steht jetzt in unserer Kartei, also ja. Nee, lassen wir es. Warum lässt du diesen Silver bei uns übernachten? Du bist wie Matilda. Es ist eine Wiedergutmachung. Punkt aus. Punkt aus, Ende. Mensch. Kapier's doch mal. Hara, 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 hara. So, weg hier. Das wird wohl nix. Geh hoch in mein Zimmer. Falsche Tür. Zack, da hoch. Sagt er nochmal was? Aber ich glaube nicht, dass er nochmal was sagt. Bleib mir vom Leib! Doch, bleib mir vom Leib. Damit hat er es schwer. Ich kann nicht auf mein Zimmer gehen. Wieso kann ich nicht auf mein Zimmer gehen? Kann der Matilda nochmal anschwätzen. Beschreib doch mal diesen John Silver. Beschreib doch mal diesen John Silver. Er hat... Ach, mir fehlen die Worte.
Er ist, er hat, mir fehlen die Worte. Naja, mein Lieben, ich glaube, das war's bis hierhin. Ja, der überlegt noch. Ich sag bis zum nächsten Mal. Mir horche sich und schön entspannt bleiben. Oh yeah.